Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, ist hier schönes Wetter. Hier eine schöne Aufnahme von unserem See. Ihr hört Schwäne im Hintergrund. Da hinten ist ein großer Wasserfall. Hier in unserem schönen See. Mich freut es, dass euch das Video gestern gefallen hat. Und da kam auch eine Frage. Geht mal kurz. Also, habe ich eine Freundin, ja oder nein? Also, hast du eine Freundin? Das kam von einer Frau. Ich denke mal, das war eine Frau. Ja, ich habe keine Freundin. War das jetzt ernst gemeint, die Frage? Weil von dir habe ich nämlich auch mal die Frage, von dir habe ich schon mal einen Kommentar bekommen, dass du mich mal gesehen hast im Mediamarkt bei uns. Im Mediamarkt hast du mich mal gesehen. Da kann ich mir nicht vorstellen, weiß nicht, ob also du bist es ja nochmal, also war die Frage jetzt ernst gemeint? Nein, ich habe keine Freundin. Ich hatte mal eine. Da war vor 10 Jahren, mit der war ich 2 Jahre zusammen. Ich bin mit der sogar zusammengezogen. Ich hatte leider die rosa Sonnenbrille auf. Die rosa Sonnenbrille hatte ich leider auf. Ich habe alles für sie gemacht. Ich habe jeden Tag sie abgeholt von der Arbeit. Ich habe für sie eingekauft. Ich habe auf ihre Wohnung sauber gemacht. Ich habe auf ihre Pakete aufgepasst, bis sie kommen von der Post und alles Mögliche. Und das möchte ich so nicht normal haben, dass ich alles für die Frau machen tue. Jeder soll sein Reich haben, sein Hobby haben, sein Geld haben. Und ja, auf Arbeit hatte ich mal eine kennengelernt, aber das war auch nicht gut gelaufen. Ja, die Frau sollte einfach zu mir passen. Wie gesagt, jeder Topf findet mal einen Deckel. Ist leider auch so in der Liebe. Jeder Topf findet mal einen Deckel. Ja, wie gesagt, nein, ich habe keine Freundin. Ich habe mein Hobby, ich habe meine Filme, ich habe meinen Ausgleich von meinem Job. Ausgleich von allem, was gerade so in der Welt abgeht. Da habe ich meinen Ausgleich und das sind meine Filme. Ich gucke gerne Filme bei mir zu Hause. Mach YouTube-Videos. Ja, okay. Und da war ein kurzer Schnitt. Und jetzt zum anderen Thema. Hier in meiner Stadt. Wir haben rund 60.000 Einwohner. Hier geht einiges ab. In unserer Stadt. Hier geht einiges ab. Zum Beispiel war jetzt in unserer Stadt ein Typ, ein Irrer. Der ist durch die Stadt gelaufen, gestern, mit einer Axt. Und wollte welche umbringen wahrscheinlich. Das war ein Syrer, also die mit den Tüchern über dem Kopf. Nur ein Syrer, der war 47 und ist rumgerannt, hatte 5 Alkoholflaschen im Rucksack, ist rumgelaufen. Den hat die Polizei gejagt, Hubschrauber gejagt. Und die haben so zum Glück geschnappt, diesen Typen. Und der war auch noch einer, der hat mal geklaut bei uns im Aldi. Der wollte 6 Alkoholflaschen klauen. Da haben ihn Verkäufer festgehalten. Und da hat der einen anderen eine Kopfnuss gegeben. 2-3 Mal. Dann ist er weggelaufen, wollte durch die Tür durchlaufen. Und da haben den draußen noch 2 festgehalten. Und eben gerade. Ich mache mal kurz einen Schnitt und eben gerade war ich in der Bank, in unserer Bank. Habe eine Überweisung abgegeben für ein Mediabook, ein neues Mediabook, was ich mir gekauft habe. Da habe ich gedacht, ich gehe hier gerade so rein, das stinkt da wie Sau. Was ist hier passiert? Gucke ich in der Ecke, unten in der Ecke, ist ein Haufen Scheiße. Hat da jemand hingemacht, in der Bank. Muss das echt sein, in der Bank da hinzumachen? Was soll die Scheiße? Und dann war daneben ein Dings hier, wie heißt das? Eine Flasche Bier. Entweder war das ein Obdachloser oder war das irgendwie
Entweder war ein Obdachloser, der kein Geld hatte, in unserem Marktplatzcenter, da muss man nämlich 50 Cent bezahlen, um aufs Klo zu gehen. Oder war gerade ein Blitz. Entweder war ein Obdachloser, hatte kein Geld gehabt, aber es gibt bei uns Parks. Es gibt auch Möglichkeiten. Vielleicht ungestört in Ecke, vielleicht ein. Na, nee, ich will da nicht dran denken. Auf jeden Fall war es ganz schön eklig, weil ich da gesehen habe. Ja, das war mein Video zum Samstag. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Habe ich gestern auch gesagt, ein schönes Wochenende. Aber heute wünsche ich euch einen schönen Samstag. Ja, ich genieße es noch, das angenehme Wetter. Es ist warm. Ich habe nicht geguckt. Es sind wahrscheinlich so 20 Grad, 19 Grad. Heute habe ich mal keine Jacke angezogen, weil da war vorhin richtig Sonne. Ja, das waren die drei Themen, die ich mal ansprechen wollte. Es war nett von dir, dass du mir geschrieben hast, ob ich eine Freundin habe in den Kommentaren. Es war nett. Oh, aber ich kann damit weiter jetzt nichts anfangen, weil wir haben keinen Kontakt. Wir haben keinen E-Mail-Kontakt, wir haben gar keinen Kontakt. Wenn es ernst war, dann ist es okay. Aber wenn es nur ein Joke war oder eine Verarsche war, nicht so gut. Okay, ich hoffe, das Video hat euch aber gefallen. Hier ein Blick über unseren Tollensesee. Ich wünsche euch allen einen schönen Samstag. Bis dann, ciao, ciao.